Am 30. Juni wurde der Jahresbericht der internationalen humanitären Zusammenarbeit und Entwicklung für das Jahr 2013 präsentiert. Der Bericht, den wir heute vorgestellt haben, ist der IHCT-Jahresbericht Internationale humanitäre Zusammenarbeit. Und der Bericht gibt Rechenschaft darüber ab, unter anderem, für was wir das Geld für die Solidarität vom Liechtensteins verwenden. Es sind 25,2 Millionen, die wir im letzten Jahr verwendet haben. Zwei Drittel von dem Betrag geht in unseren LED, den Liechtensteinischen Entwicklungsdienst, der unser wichtigster Partner ist. Und der restliche Drittel wird vom Staat für die multilateralen Organisationen verwendet. Das sind Organisationen, die wir in der Regel schon seit Jahren zusammenarbeiten und sehr gute Erfahrungen mit ihnen haben. Der Bericht, der jetzt vorliegt, befasst sich insbesondere mit dem Thema Hunger. Wir haben eine steigende Weltbevölkerung, wissen wir alle. Wir bei uns leiden zum Glück auch keinen Hunger. Für mich ist manchmal das Thema Hunger auch ein Thema, das ich mich nicht häufig damit befasse. Und doch ist es ein unendlich wichtiges Thema, weil Millionen von Menschen jährlich an Hunger nach wie vor sterben. Es ist wichtig, dass wir Solidarität zeigen. Uns geht es gut, was Hunger, was Nahrungssituation anbelangt. Es ist wichtig, dass wir sensibilisiert werden für das Thema Hunger, dass wir die Hand erheben, uns dafür einsetzen und natürlich, dass wir uns solidarisch sagen, auch was Geld anbelangt und dass wir für solche Sachen nach wie vor Geld zur Verfügung haben, um für Leute, die es weniger gut geht wie uns, um ihnen zu helfen. Schlussendlich geht es ja nicht um Geld und es geht auch nicht nur um Zahlen, sondern es geht um Menschen, die es weniger gut geht wie uns und die sollen uns, wenn man den Bericht liest, auch berühren. Der Bericht ist auf der IHZE-Website zum Anprüfen. Er kann man auch bei uns beziehen, beim Amt für Auswärtige Angelegenheiten oder bei uns bei der Regierung. Also der Bericht ist für jeden Mann oder jede Frau verfügbar und ist auf unserer Website zu finden.